Hallo zusammen, willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Und ja, wir starten wieder direkt durch. Wir sind auch wieder in der Nacht gestartet, komischerweise. War eigentlich so nicht geplant, aber ist egal, soll uns nicht kümmern. Ja, wir sind wieder bei Oxygen Not Included. Ich habe auch diesmal natürlich wieder ein klein wenig weiter gewerkelt. Ist eigentlich nicht, meistens waren es eigentlich mehr so, sogar eher so Kleinigkeiten. Ich musste ein bisschen was tun. Hier hatten wir das Problem. Oh, was ist hier das Problem? Da habe ich einfach noch ein WC dazu gesetzt. Ich habe hier noch ein bisschen was getan. Hier ein bisschen Optik, noch ein bisschen Deko. Ich habe hier noch, habe ich jetzt auch endlich Duschen noch mit eingebaut, weil ich glaube, oder hatte die Hoffnung, dass sich das so ein bisschen mehr auf die Moral auswirkt, weil ich hatte nämlich hier ein Stressproblem, was ich immer noch habe. Ellie ist immer noch total gestresst. Da müssen wir nochmal konkret rausfinden, was Ellie denn wirklich so drückt. Können wir eigentlich gleich mal direkt gucken. Moral. Weil da haben wir jetzt momentan eben nur 4 von 12. Duplikant plus 1. Above Average Dekor, also halt verbessertes Dekor. Also ich glaube, dass ihre Dekorerwartungen einfach übertroffen worden sind, deswegen hat sie plus 3. Aber wie kriegen wir diese verfluchten 8 Moralpunkte bei ihr jetzt noch zusammen? Das ist natürlich jetzt schwierig. Denn das Problem ist, wir haben hier ein bisschen Essen, haben wir ja da. Da habe ich übrigens auch noch ein bisschen was gemacht. Ich habe hier nochmal extra so einen kleinen Futterraum gebaut. Ich weiß nicht, haben wir das überhaupt jetzt, wird das anerkannt als Speisesaal? Ja. Hier haben wir auf jeden Fall Essen. Funktioniert eigentlich soweit. Also auch da haben wir, ich habe ja immer mal Essen gespawnt über das Sandbox-Menü. Halt gerade so Barbecue oder halt dieses Pfefferbrot oder wie das heißt. Muss ich nochmal nachgucken, damit das die Moral so ein bisschen anhebt. Aber das scheint bei ihr auch nicht so wirklich zu fruchten. Also sie geht immer so ein bisschen nach oben, 100% Stress. Und dann fängt sie an, hier die Sachen mal kaputt zu schlagen. Deswegen gibt es eben halt einige Items, einige Sachen, die halt kaputt sind, die wiederum repariert werden müssen. Das ist natürlich dann auch ein bisschen elend. Und das finde ich natürlich nicht so prall. Dafür hat sich hier einiges getan. Naja gut, was heißt einiges getan? Ich habe hier natürlich den Luftreiniger reingebaut und ihr seht, dass jetzt hier so gut wie gar kein Kohlenstoffdioxid mehr ist. Also hat das eigentlich ganz gut gefruchtet. Jetzt haben wir eben halt noch ein bisschen verschmutzten Sauerstoff. Deswegen habe ich hier halt auch diese Lufterfrischer noch gebaut, damit das rechtzeitig abgesogen wird, damit sich das nicht hier oben, damit sich das hier nicht oben verteilt in die Hauptbasis. So, dann habe ich hier noch ein bisschen gearbeitet. Ich habe hier noch ein bisschen mehr Schleusen gebaut. Hier habe ich das direkt abgeschlossen, weil die sind immer hier ganz gerne durchgelaufen, haben versucht dann hier oben immer die Wand zu desinfizieren. Das fand ich immer so ein bisschen blöde, deswegen habe ich das zum einen hier abgeschlossen. Zum anderen hatte ich ja hier noch die Türen gesetzt, damit es auch von der Temperatur so ein bisschen mehr abgeschottet wird. Hier auch nochmal was dazu, kann man vielleicht hier so sehen. Hier ist es immer noch schweinewarm. Aber hier sieht man auch, dass das auch schon sich ordentlich runterkühlt auf 50 Grad. Hier haben wir noch 100 Grad, also bis hier haben wir das mal eben verhalbiert sozusagen. Wenn wir hier also noch zwei Türen reinpacken, kann ich mir vorstellen, dass sich das vielleicht noch ein bisschen nach unten korrigiert. Hier habe ich das auch mal komplett zugemacht. Hier war ja vorher auch diese luftdurchlässigen Ziegel, weil wir dann halt hier Dampf hatten. Finde ich jetzt auch nicht so gut, weil eigentlich soll sich der Dampf hier bewegen. Und man sieht hier, dass der Dampf hier auch runterzieht. Und hier haben wir aber immer noch 100 Grad heißes, 100 Grad heißen Dampf und dementsprechend heizt sich auch das Wasser hier so ein bisschen auf. Ja, also das habe ich hier auch noch nicht so richtig in den Griff bekommen, dass wir da das Wasser nochmal richtig abkühlen können. Was habe ich hier gemacht? Ich muss mal einmal ganz kurz gucken. Warum ist das hier unterbrochen? Das finde ich auch nicht gut. Ich fixe das mal eben manuell. So, ich würde mal sagen, Abyssalit. So. So, dann funktioniert das auch wieder. Ich weiß gar nicht, warum das hier kaputt gegangen ist. Keine Ahnung. Na gut, auf jeden Fall haben wir dann hier jetzt wieder die Funktion, dass hier Kohlenstoffdioxid wird hier dann weggefiltert. Das ist ganz gut. Wunderbar, das funktioniert halt auch wieder. Das habe ich jetzt auch gerade erst gesehen. Das sind mal so kleine Zinken, die einem meistens so gar nicht so auffallen. Und dann wundert man sich, warum funktioniert das nicht? Und dann sieht man halt dann so kleine Zinken. Und dann funktioniert das dann nachher auch wieder. Ja, deswegen hatte ich das nämlich hier schon so ganz gut gemacht. Man sieht es hier vielleicht. Wir haben hier eine Doppelfunktion. Das ist eigentlich eine relativ geniale Sache. Hier haben wir das heiße Wasser. Das kommt ja hier, geht das hier raus. Das geht hier runter. Geht hier zu dem Luftfilter. Das sieht man ja zum Beispiel hier. Inhalt 10 Kilo Wasser bei 42 Grad. Also es kühlt natürlich
auf dem Weg hier schon so ein bisschen ab. Da haben wir also 42 Grad im Rohr. Und hier haben wir im Rohr haben wir sogar 0,5 Grad, also schon fast vom Gefrierpunkt. Hier wärmt sich das nachher wieder so ein bisschen auf. Auf jeden Fall soll, glaube ich, dieser Luftreiniger, soll bummelig so 40 Grad warmes Wasser rausgeben. So, und wenn wir jetzt mal hier oben gucken, oh, da kommt jetzt momentan wenig an, da kommt aber gleich wieder ein bisschen was. Dann können wir mal konkret gucken, wie warm das hier ist. Oder auch nicht. Doch, ja, doch, Rohrinhalt ist 28 Grad. Es ist eigentlich wunderbar, ne? Guck mal, wir haben hier 27 Grad, noch ein bisschen 30. Also zwischen 28 und 30 Grad haben wir hier das verschmutzte Wasser. Das ist eigentlich sehr gut. Warum ist denn hier schon wieder Wasser? Muss ich auch nicht verstehen. So, machen wir gleich mal wieder weg. Kann natürlich auch durch den hohen Stress kommen. Wir sind wieder auf 100% Stress. Also, das ist auch immer nur Ellie. Die anderen sind bei 0 oder 4%. Also Ellie ist momentan so ein bisschen das Problem. Unser Problemkind. Was, aber auch nur Ellie, komischerweise. Moral 6, Current Expectation 12. Duplicant Moral is too low for their current expectation, so they will suffer stress. Okay, also es ist natürlich, dieser Wert ist wesentlich schlechter, aber ich weiß es auch gar nicht, kriegen wir das irgendwie raus? Höchste Erwartung, warte mal, ich will mal, können wir hier nicht so ein bisschen, wir können hier aber auch nicht runter, ne? Das wäre hier mal so höchste Erwartung, ja, Das heißt, ich kann das jetzt hier nicht sehen, mal gucken, ob wir das hier irgendwie mal, ich gehe mal auf Pause, ob wir da mal irgendwie, schlägt um sich, ja, das ist wieder Ellie, Vitalwerte, ob wir hier irgendwie mal rausfinden, der höchste Stress. Ellie. So, Biografie. Nasse Füße schlägt um sich. Low Moral. 100% gemeistert. Blase 25%. Atem 100%. Ausdauer 48. Kalorien 3777. Also die ist auch satt. Körpertemperatur 37, Dekoration 84. Getragene Gegenstände nichts. Kann sein, dass es vielleicht ein bisschen warm ist oder ein bisschen zu kalt ist. Das habe ich auch noch nie gelesen hier. Ellie lebt schon seit 195 Zyklen, also die ist eigentlich fast von Anfang an dabei. Die ist von Anfang an dabei, 196. Nichts macht eine Ellie glücklicher als eine große Dose mit Glitzer und eine Packung Eierhorn-Sticker. Okay, gut. Gut, dass wir das wissen. Wissenschaftler, plus 2 auf Lernen. Persönliche Interessen, Landwirtschaft. Ausrüstung, keine Ausstattung, Feldbett. Kantintisch. Fertigkeiten. Heutiger Stress. Pleasant Chit-Chat, was auch immer das ist. Schläft, okay, das nimmt ein bisschen ab. Warme Luft. Warme Luft, kalte Luft ist minus. Nasse Füße minus 5,76. No Moral. Ja, das ist klar, Moral. Aber das, genau das ist ja der Punkt. Wie kriegen wir die Moral bei ihr nach oben geschoben? Eigenschaften Duplikant. Pazifist, Mangel aus Stahl. Zerstörerisch. Tiefseetaucher. Genetischer Schlamm. Lebensmittelvergiftung 58 Keime. Eigenschaften. Lebensmittelvergiftung, Schmelzpunkt, niesanfällig, Tragekapazität. Moral 6 von 12. Ja, das ist die große Frage. Ellie, erzähl uns was. Sag uns, wo es hapert. Am Essen kann es jedenfalls nicht liegen. Wir können natürlich mal gucken, wir können natürlich ein bisschen tricksen und sagen, pass mal auf, Ellie, wir geben dir mal ein richtig geiles Bett. Zugewiesen an Max. Wo ist denn ihr Bett? Ellie, da wohnt sie hier. Schwupp, sie wohnt natürlich direkt an einer Stelle, wo wir... Na gut, wir können da schon ein Bett hinbetten. Ja genau, wir können da ein Bett schon hinsetzen. Achso, was ich noch ganz vergessen hatte. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich das noch nicht gezeigt. Das kann ich euch zack jetzt doch nochmal zeigen. Ich habe hier eine undichte Ölspalte gefunden. Da habe ich mal ein bisschen drumherum gebaut. Ihr seht es selber, dass wir hier... Ja, ich weiß. Dass das Öl hier hinfließen kann. Wir haben hier 200 oder knapp 300 Grad warmes Rohöl.
Also auch da müssen wir natürlich sehen, wie kriegen wir das Rohöl runtergekühlt und wie können wir das Rohöl entsprechend verarbeiten. Wobei ich denke mal, auch wenn wir es verarbeiten, kann ich mir gut vorstellen. Ah, hier ist schon wieder alles vollgepisst. Das zieht natürlich auch ordentlich ab. Müssen wir mal gucken, dass wir das hier alles mal so mischen. Wir sollten das vielleicht auch mal alles wegbauen hier. Ja. Wir bauen das mal alles komplett weg. Dann können wir das Wasser hier auch mal entsorgen. Das ist, ich glaube, das ist auch nicht wirklich förderlich. Da ist auch schon wieder Wasser. Wo kommt denn das ganze Wasser her, sag mal? Hier müssen wir auch mal ein bisschen was tun hier. Da müssen wir uns auch mal eine Automatik einbauen. Aber das habe ich noch nicht erforscht. Dass wir hier mal, das, was sehe ich, wenn der Wasserstand hier oben einen gewissen Druck erreicht. Guck mal, hier haben wir jetzt etwa 1000, also wir haben ja 1 Kilo, ne, 1000 Kilo steht da ja, 1000 Kilo Wasserflüssigkeit. Da müssen wir natürlich sehen, dass wir hier, wenn der Druck hier zu hoch ist, dass wir es hier irgendwie abschotten. Dass wir es hier irgendwie zumachen oder dass das Wasser vielleicht in einen zweiten Tank geleitet wird oder irgendwie sowas. Irgend so einen Unfug müssen wir da mal reinbauen. Und was ich auch schön finden würde, wenn die Sachen mal repariert werden würden. Hier, Kupfererz. Haben wir überhaupt Kupfererz da? Kupfererz haben wir noch 26 Tonnen. Also es müsste eigentlich reichen. Und sonst bauen wir uns halt ein bisschen was. Es ist immer noch so ein bisschen Experimentierstatus hier. Oh, guck mal, da haben sie schon weggebaut. Sehr gut. Das ist sehr gut. Dann können wir nämlich gleich mal Granit. Dann bauen wir uns nämlich hier eine Leiter hin. Dann ist das nämlich ganz... Dann sind das nämlich alles weg. Es kann auch sein, dass es vielleicht daran gelegen hat, dass Ellie vielleicht hier durch die Gegend gelaufen ist. Und ist hier mal durch Wasser gelatscht. So, und hier oben haben wir übrigens schon Vakuum. Also hier oben haben wir tatsächlich schon Weltall. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir hier oben noch irgendwie eine Schleuse reinbauen, dass die Duplikanten sich dann halt ihre Schutzanzüge dann anziehen. Die wir natürlich auch erstmal forschen müssen. Wir müssen noch eine Menge vorbereiten. Und auch hier hatte ich... Ach ja, das habe ich auch noch gemacht. Das fällt mir jetzt auch mal gerade ein. Ich hatte nebenbei nämlich entdeckt, ich habe hier noch einen Erdgas-Geysir gefunden. Den wollen wir natürlich auch nutzen. Allein schon wegen dem Strom. Da können wir eine ganze Menge machen. Deswegen hatte ich mir hier schon eine Schleuse gebaut, auch hier mit mehreren Türen. Ich glaube, ich werde das mit mehreren Türen auch öfters mal umsetzen. Weil das ist eigentlich eine feine Strategie. Ja, einmal Temperaturen. Ich glaube, dann halt dann auch verschiedene Gase abzuhalten. Ich finde das, glaube ich, hier, glaube ich, ganz interessant. Wenn man jetzt hier mehrere Türen hat, dass dann, wenn jetzt der Duplikant zum Beispiel hier vorne ankommt, dass die Tür hinten schon wieder schließt, bevor die andere Tür wieder aufmacht. Also da kann man sich, glaube ich, schon ganz gut schützen. Guck mal, das geht jetzt wieder auf 73% runter. Deswegen weiß ich nicht, es müssen irgendwo wieder positive Effekte sein, die Ellie beeinflussen, positiv beeinflussen. Jetzt geht das wieder nach oben. Also es ist immer so, manchmal geht es wieder auf 60% runter, dann geht es wieder nach oben, dann geht es wieder nach unten. Das ist ein bisschen schwierig. Nee, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, wir können natürlich versuchen, das Rohöl zu verarbeiten. Und ich habe ja die Hoffnung, ich weiß nicht, ob wir da schon was freigeschaltet haben. Ich glaube nämlich nicht. Und der Klima wird auch nichts sein. Gut, hier haben wir die Ölquelle. Extrahiert Rohöl unter Verwendung von sauberem Wasser. Muss auf einem Ölreservoir errichtet werden. Ich weiß nicht, ob das so ein Reservoir ist, aber ich glaube nicht, dass es wird eher so ein... Ja gut, das ist hier im Prinzip ja so ein Reservoir hier, wenn man so will. Müssen wir mal gucken. Tapete. Erzreiniger. Veredeln. Hier haben wir das zum Beispiel. Ölraffinerie. Genau das brauchen wir. Das haben wir schon erforscht. Das habe ich aufgrund dessen ja auch schon erforscht. Ich wollte gerade sagen, was kommt denn hier durch? Aber das ist ja... Das müsste Kohle sein, ne? Dann funktioniert das hier oben wenigstens auch. So, das kommt da oben an. Zack. Kommt da oben wunderbar an. Dann wird das hier zwischengelagert. Und ich denke mal, er schickt erst eine Anforderung, wenn hier die Batterien wieder auf 20% runter sind. Aber ich rede immer dazwischen. Also ich meine, wenn wir jetzt hier die Ölraffinerie hier irgendwo hinsetzen würden, ich würde die wahrscheinlich eh hier oben hinsetzen, damit wir da wieder mit der Temperatur ein bisschen besser klarkommen, dass wir dass er das hoffentlich ab kann. Also das werden wir sowieso aus Gold bauen, die Ölraffinerie. Und dann werden wir sehen, dass wir das Öl, das heiße Öl halt reinpumpen und vielleicht verliert das dann dementsprechend an Temperatur. Oh, wir müssen wieder ein bisschen was spawnen. Wir sind schon wieder kurz vor knapp. Ich spawn das mal hier. Ja, ich weiß, es ist immer mit dem Spawn, ist es so ein bisschen fake hier alles, aber ganz ehrlich. Sonst können wir gleich wieder neu starten. Deswegen behelfe ich mir lieber erstmal so. Genauso, wenn mal Kohle fehlt oder Metall fehlt, dann kann man sich so ein bisschen, durchspielen. Ist ja, glaube ich, nicht so schlimm. So, ich packe hier erstmal ein bisschen Fleisch hin. So. So. Die packen das natürlich dann gleich hier in die Box rein. Wenn wir nachher richtige Kühlschränke haben, dann packen wir das natürlich da rein, ist ganz klar.
Wasser verbrauchen wir momentan auch ganz viel, weil hier hätte ich mich schon aufgefüllt und jetzt ist es schon wieder ordentlich runter. Auch hier müssen wir uns mal ein bisschen was einfallen lassen. Also so dieses Lagersystem, wie ich das hier gebaut habe, das ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also ich stelle mir das eben vor, so vor, dass das hier quasi eine Art zentrale Verteilerstation ist. Und drumherum eben halt diese ganzen Lagerverdichter. Und hier ist jetzt im Prinzip schon soweit alles voll. Hier sind die Duplikanten zwar immer noch ein bisschen dabei und liefern selber ein bisschen was. Aber eigentlich sollen das natürlich diese Abräumer machen. Und die sollen es nachher auch verteilen. Also da muss ich mir nochmal eine Strategie einfallen lassen, wie wir das am besten aus so einem Zentrallager heraus nachher wieder verteilen. Also wir wollen ja natürlich sammeln und wir wollen natürlich verteilen. Ja, zum einen sammeln wir das Material, was eben halt so eingesammelt wird, zum Beispiel hier, was hier so rumliegt, das möchte ich eigentlich ganz gerne automatisch einsammeln. Was? Wo kommt das Wasser denn hier? Ach, da haben sie ja oben wieder. Ist ja ekelhaft. So, nochmal. So, dann machen wir mal gleich wieder ein bisschen sauber hier. Ist zum Glück nur normales Wasser. Vielleicht sollten wir mal so zack, zack, mal ein bisschen wischi-wischi machen. So, wo läuft das noch hin? Hier müssen wir noch mal ein bisschen wegmachen. Da, sonst läuft das hier unten hin. Insofern, deswegen habe ich das hier auch erstmal gelassen, damit das Wasser eigentlich immer so da runter tropfen kann. Hier müssen wir uns noch was einfallen lassen, dafür müssen wir aber Automation noch so ein bisschen erforschen, was wir eigentlich mal machen können. Was haben wir jetzt überhaupt alles dazu bekommen? Ich hatte jetzt schon ein bisschen in Richtung Plastikfertigung geforscht. Wir könnten eigentlich tatsächlich mal Richtung Automatisierung gehen. Was ist das hier überhaupt? Arcade-Kabinett. Duplikanten-Bewegungskontrolle. Und das ist, da zeigt der Arcade-Kabinett an. Ja, ja, gut. Speicherumschalter wird aktiv, wenn der Logikanschluss aktiv ist. Geht auf Standby, wenn der Reset-Anschluss aktiv ist. Oh, Gottes Willen. Da muss ich mich auch erstmal ein bisschen noch mit befassen. So, dann haben wir hier natürlich noch Radiatorrohr, transportiert Flüssigkeiten und beginnt deutlich die Veränderung der Temperatur. Achso, ja, die Geschichte. Das war dieses goldene Rohr, ne? Das war dieses goldene Rohr. Dann haben wir hier noch dieses Flüssigkeitsventil. Das werden wir auf jeden Fall nochmal hier und da nochmal einsetzen müssen. Gerade eben für solche Geschichten, wie ich sie gerade da mal gezeigt hatte, dass das Wasser da ein bisschen übertritt. Das wollen wir natürlich so nicht. Ich würde mal fast sagen, das brauchen wir natürlich auch, aber jetzt noch nicht so dringend. Medizinische Forschung, Filtration müssen wir eigentlich nochmal gucken. Ich würde sagen, wir nehmen Forschen denn mal das erstmal. Dann können wir erstmal ein bisschen filtern, zumindest was das Wasser angeht. Dann können wir auch mal Richtung Filterung gehen, also dass wir diesen Kram hier, dass wir den auch mal filtern können, weil das können wir momentan einfach nicht. So, die Viech können wir da einfach auch mal entsorgen. Kampf 3, was? Und was mich auch immer so ein bisschen stutzig macht, auch hier so mit den ganzen Hatches, ne? Das macht mich auch so ein bisschen. Ach so, ich glaube, das Problem ist hier, der Raum ist nicht geschlossen. Ich glaube, das war das Problem, weil Ellie hatte einige Sachen kaputt gehauen, unter anderem eben halt auch hier die Wände und aufgrund dessen ist es eben kein definierter Raum mehr. Und da fehlen uns nämlich dann halt diese Vorteile. Deswegen können wir das auch hier nicht mehr wirklich anklicken. Das ist natürlich mies. Das sind jetzt aber 1, 2, 3, 4, 5 Tiere theoretisch. Weil mir hier immer die Hedges abhauen oder kaputt gehen. Das ist auch so ein Ding. Warum gehen mir hier die Hedges kaputt? Mein Plan war ja eigentlich erstmal die ganzen Hedges erstmal zu züchten. Und wenn wir nachher genug Hedges haben, dann können wir nachher die Eier nehmen, damit wir die nachher zu essen verarbeiten können. Das war eigentlich so mein Plan. Aber auch das funktioniert. Also momentan haben wir eben so kleine feine Baustellen. Auch so hier zum Beispiel. Dann habe ich auch gesagt, zum Beispiel Bioscan abschicken. Passiert nichts. Normalerweise müsste jetzt da eigentlich Ellie kommen und das erforschen. Kann sie aber komischerweise nicht, obwohl da die Tür ist. Also so ganz merkwürdig ist das schon. Ich war schon überlegen, ob ich mich hier einfach mal durchbaue. Weil hier diese Blöcke, die kann man ja auch zerstören. Also jetzt nicht die Eisblöcke, sondern hier auch die ganzen Wände. Die kann man ja auch zerstören. Guck mal hier, jetzt ist eigentlich fast so gut wie gar nichts mehr an den. Guck mal, was hier schön an Sauerstoff ist. Richtig schön lecker Sauerstoff. Also das haben wir, finde ich, ganz gut hinbekommen mit dem Sauerstoff. Weil wir haben hier eigentlich, in der gesamten Basis haben wir eigentlich nur diese beiden Dioxidierer. Eigentlich. Na gut, den haben wir noch, den dritten. Aber der ist sowieso gerade kaputt. Aber wir haben insgesamt nur drei Dioxidierer und wir haben eigentlich die ganze Basis ganz gut voll mit normalem Sauerstoff. Also wir haben es eigentlich ganz gut hinbekommen. Ich habe das doch hier. Sag mal, das ist doch. Hab ich doch auch alles.
So, Sandstein, Sediment. Ich glaube, Magmatit hatte ich jetzt mal. Ich finde das nur komisch, dass die Mauer nicht zugemacht wird. Das habe ich schon längst in Auftrag gegeben. Jetzt haben wir nämlich hier schon wieder das Problem. Hier kommt mich dann schon wieder... Kommt nämlich schon wieder an der Stelle so ein bisschen... Na gut, es geht noch gerade so. Das ist jetzt nicht so der kritische Bereich, aber trotzdem kommt da ein bisschen Vermität rein. Hier müssen wir uns natürlich auch noch ein bisschen was einfallen lassen. Obwohl, eigentlich brauchen wir das gar nicht. Wasserstand steigt, das ist gut. Also man sieht, dass es funktioniert, dass wir eben den Wasserdampf, dass der hier abkühlt, also zumindest unter 100 Grad geht, dann wird das hier verflüssigt. Man sieht es ja auch so ein bisschen, dass es runtertropft. Dann wird sich das natürlich weiter füllen, das Becken. Ja, das ist ein verschmutztes Wasser. Das, ja gut, da sagen wir nichts weiter. Aber es ist letztendlich, ist es ja auch egal an dieser Stelle, weil wir das Wasser kriegen wir hier unten rein und hier wird das dann nachher ja eh... umgewandelt in verschmutztes Wasser, weil wir damit ja dann Kohlenstoffdioxid dementsprechend aus der Luft filtern. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir haben immer so viele kleine Baustellen, so viele kleine Zinken, die wir machen müssen. Einmal das mit der Moral. Guck mal, jetzt sind wir wieder auf 60% runter. Ellie Stress geht momentan runter. Schwierig. Na, das ist so ein bisschen merkwürdig. Geht momentan massiv runter. Ich weiß nicht, ob sie gerade vielleicht was gefuttert hat, was Leckeres. Das kann natürlich sein. Oder es kann tatsächlich auch sein, dass es an dem Wasser lag, was hier überall noch so rumschwabbelte. Das kann natürlich sein, dass sich das positiv momentan auswirkt. Und eben halt solche Dinger, ne? solche Kleinigkeiten. Und das sind eben Kleinigkeiten, die dann durchaus einen großen Effekt auf das große Ganze haben. Und das ist schwierig. Das ist dann nervig. Schwierig und nervig. Und wir sind bei Bericht Zyklus 199. Also wir haben fast Zyklus 200 erreicht. Das ist schon nicht schlecht. Ich habe natürlich nachgeholfen. Also ich sag mal, wir hätten bei weitem nicht so den Stand wie jetzt, wenn ich nicht auch mal schon nachgeholfen hätte. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja noch so ein bisschen am Experimentieren. Ne? So ein bisschen mal gucken. Und ich bin am Überlegen und ich freue mich auch schon drauf, was als nächstes als Update kommt. So, bei Oxygen. Was haben wir jetzt erforscht? Achso, Flüssigkeit. Okay, das haben wir schon alles erforscht. Das ist gut. Das ging ja doch relativ fix hier mit den Gasfiltern. Das ist sehr schön. Dann können wir nämlich da demnächst dann auch ein bisschen weiterarbeiten, dass wir so ein bisschen mehr Richtung Filterung gehen. Und das ist natürlich nachher auch das Problem. Ich weiß gar nicht, wofür. Und wo kriegen wir eigentlich so viel Wasser? Vor allem, es geht ja auch eine ganze Menge Wasser raus. Es geht ja Wasser hier rein zum Beispiel. Es geht Wasser in die WCs rein, es geht Wasser in die Duschen rein. Also es ist hier auch ordentlich Wasserverbrauch. Also dass da so viel Wasser nachkommt, das ist schon ein bisschen komisch. Das ist schon ein bisschen komisch. Da ist ja schon wieder Wasser hier vorne. Unglaublich. Gleich mal wegmachen. Holen die das ganze Wasser überhaupt her? Sag mal, wo holen sie sich das Wasser her? Gut, hier vielleicht überall mal so das eine oder andere Fläschchen, was wir mal sauber gemacht haben. Das pumpen die dann ab, aber so grundsätzlich. Ja. Aber da müssen wir mal gucken, dass wir hier den Wasserverbrauch vielleicht noch ein bisschen ankurbeln, dass wir hier wieder so ein bisschen runterkommen. Aber ich glaube, die holen sich halt einfach auch, wir haben hier auch wenig Verbrauch. Im Prinzip haben wir tatsächlich nur die Duschen und die WCs drauf. Weil ansonsten so für Essen holen sie das Wasser hier ab. Obwohl, auf der anderen Seite produzieren wir momentan auch gar nichts. Aber gut, das Wasser, was sie verbrauchen, das Wasser, was sie eben halt verbrauchen für ja, zum Beispiel hier für die Waschzuber und halt so alles, was sie so an Wasser zwischendurch brauchen, das holen sie von hier. Das ist ja klar. Dann sind die fleißig am Futtern, das ist schön. Die Bilder müssen natürlich noch gemacht werden. Ich bin fast am Überlegen. Jetzt sind wir auf 29% wieder runter. Also momentan sieht es gut aus, Bailey. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sich das ums Wasser drehte. Dass das Wasser das Problem war. Und seitdem wir das hier weg haben, wollte ich gerade gesagt haben. Jetzt gerade, weißt du? Jetzt gerade. Ich habe so das Gefühl, wollte ich gerade gesagt haben, dass sie das hier auch noch nicht weggemacht haben, die kleinen Baggerlupen. Wo kommt das Wasser hier eigentlich her? Das ist auch Fragen über Fragen. So, das haben sie weggemacht. Aber ich habe, letztendlich war das genau das, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe so das Gefühl, dass das Wasser, dieses verschmutzte Wasser, genau das Problem gewesen ist, was Ellie jetzt hier hatte. Und seitdem wir das ja halt aus diesen Bereichen hier so weggenommen haben, seitdem ist Ellie wieder ganz gut drauf. Also es scheint tatsächlich nur das Wasser gewesen zu sein. Wundert mich ehrlich gesagt so ein bisschen.
Weil wir hatten ja eigentlich hier und da mal eigentlich alles oder vieles weggemacht. Auch da müsste man natürlich vielleicht mal gucken, ob man irgendwie eine Automation einbaut, dass wenn irgendwo Wasser rauftropft, dass dann sofort irgendwie ein Ventil geschlossen wird oder so. Aber das wüsste ich jetzt nicht, wie das machen sollte. Man könnte jetzt hier natürlich theoretisch eine Tür zwischen setzen und wenn jetzt hier irgendwo Wasser analysiert wird oder festgestellt wird, wird diese Tür zugemacht. Aber das bringt mir da nichts. Dann kann ich das Wasser ja auch nicht irgendwie wegwischen. Also es macht ehrlich gesagt auch keinen Sinn. Das macht eigentlich so auch keinen Sinn. Und wie gesagt, das mit dem Wasserverbrauch ist auch so ein Ding. Hier sieht man das ja. Es war noch vor ein paar Zyklen war das Wasser noch hier oben. Und jetzt ist es wieder hier unten. Und wo wir die Folge angefangen haben, waren wir etwa bei der Hälfte. Also dieses ganze Stück, also fast einen Block haben sie komplett. Warte mal. Es geht natürlich alles in die Forschung. Ja. Oder vieles geht in die Forschung. Ja, gut, okay. Forschung kostet natürlich Wasser. Und hier schwappt das schon wieder über. Ich weiß nicht, ob wir da nachher ein Problem kriegen mit der Filterung. Wenn wir verschmutztes Wasser dann wegfiltern. Das könnte natürlich durchaus sein, dass wir dann Schaden nehmen. Oder wir müssen das einfach nachher mal reinigen. Aber zumindest müssen wir es erstmal gebacken kriegen, dass das Wasser hier irgendwie, dass der Wasserstand immer so ein bisschen abnimmt. Ja, aber das sind, wie ich schon sagte, das sind so viele Kleinigkeiten. Das sind so viele Kleinigkeiten, die so ein bisschen, so wie das Haar in der Suppe quasi. Ne? Also das Haar in der Suppe, es ist vielleicht nur ein kleines Härchen, aber es stört dann doch das große Ganze. Das wird es wahrscheinlich hier auch sein. Dann schlägt das manchmal auf den Stress. Dann geht dies nicht, dann geht das nicht, dann geht das kaputt. Aber es geht ja allein schon damit los, dass dann hier so gewisse Maschinen, so wie hier, die können gar nicht benutzt werden, weil sie kaputt sind und so weiter und so fort. Oder hier, der Raum wird nicht mehr als solches definiert, also gehen uns da die Bonis flöten. Ist schwierig. Also ich würde auch mal sagen, wir werden das mal priorisieren, dass sie mal hier meine Wand mal frisch einziehen, genauso wie hier drüben, dass sie das mal ganz fix fertig machen. Achso, und hier, richtig, ich habe hier noch einen Raum gebaut, hier natürlich so ein kleines Grab, weil das war nämlich auch ein negativer Effekt, dass die Duplikanten natürlich trauern und deswegen habe ich hier so ein, es sind ein bisschen viele hier Grabsteine, sehe ich ein, aber ich dachte mir, ach komm, den Platz hast du da, was soll's, dann baust du halt hier ein bisschen mehr und dann können hier die Duplikanten schön hassern, kann hier schön zu Grabe getragen werden und ich denke mal, das wird sich dann noch positiv mal auswirken. Oh, Forschung ist da an der Stelle erstmal erledigt. Sieht momentan ganz gut aus. Wir haben 0% Stress, wir haben 100% Immunsystem und sind noch bei 37.000 Kalorien. Gut, gefaked, aber es sieht zumindest ganz gut aus. Also momentan haben wir wieder so eine kleine... Sind wir relativ... Warum ist denn hier schon wieder Wasser überall? Oder kommt das von hier drüben? Aber das... Finde ich echt merkwürdig. Ich wische nochmal rüber. Vielleicht finden wir es nochmal raus. Wir sollten da vielleicht einfach mal Boden ziehen, vielleicht. Naja. Ja, es ist schwierig, ist schwierig, ist schwierig. So. Nun gut, dann würde ich doch mal sagen, an dieser Stelle machen wir mal ein kleines Päuschen. Wir sind wieder bei 7 Duplikanten, also bis zu, wie viele Bitten hatten wir jetzt überhaupt? Das sind 3, das sind 5. Insgesamt haben wir also 9 Betten. Insgesamt könnten wir also noch 2 Duplikanten uns holen. Ach, guck mal, hier ist auch noch so ein bisschen... Das gibt's nicht. Hier sollen wir das Wasser da verflucht nochmal wegwischen. Hier auch wieder. Woher kommt das Wasser? Woher kommt dieses Scheißwasser? Woher kommt das? Da müssen wir uns was einfallen lassen, weil ich habe da echt keinen Bock drauf. Hier oben ist auch das Wasser, was sie nicht wegwischen. Was aber auch daran nicht... Warte mal, wir werden auch nochmal hier Prio raufsetzen. Dass sie hier auch die Leiter noch nicht fertig gebaut haben, die kleinen Schweine. So, die sollen verflucht nochmal diese kleinen Lücken schließen. Damit wir das hier endlich mal fertig und gebacken kriegen. Wird hier auch nochmal wischen. Falls hier nochmal irgendwas umfliegt. Das sieht momentan gut aus, aber ich denke mal, das Licht hier oben annehmen. Das haben sie jetzt weggewischt. Das, ich weiß nicht, irgendwo ist es vielleicht runtergetropft und dann fließt das halt hier runter. Könnte natürlich auch vom Eis. Es könnte natürlich auch vom Eis kommen. Ja, natürlich, das könnte auch vom Eis kommen. Einfach weil das denn hier mal runtertropft. Die schmilzt irgendwas weg an Eis. Und dann tropft das hier runter. Das kann natürlich sein. Also sollten wir uns hier vielleicht mal so einen kleinen
Ja, so ein kleines Auffangbecken mal hinbauen. Was wir vielleicht ein bisschen einfacher kontrollieren können. Oder wir müssen die Leiter ein bisschen umsetzen. Irgendwie sowas. Nun gut, egal. Ich habe mich ja schon verabschiedet. Egal, was soll's. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid bei Oxygen Not Included. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Ich will hoffen, dass wir da vielleicht mal ein bisschen produktiver arbeiten können. Wir müssen mal schauen, was wir uns denn da Schönes bauen. Wir haben hier nochmal kurz Forschung. Ich gucke kurz rein. Ich würde eigentlich ganz gerne hier nochmal Richtung... Kleidung haben wir schon erforscht, alles klar. Ich würde hier nochmal gerne in Destillation gehen. Forschen wir nochmal Richtung Destillation. Und ja, dann sehen wir uns in dieser Folge Oxygen Not Included dann halt wieder. Wie gesagt, wenn wir vielleicht ein bisschen produktiver sind und ja, ob dass wir unsere Basis hier noch ein bisschen optimiert kriegen, dass wir ich glaube, Anzüge, ich werde so ein bisschen Richtung Anzüge nun auch gehen, dass wir die Duplikanten ein bisschen mit Anzügen schützen können und so weiter und so fort. Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr wieder dabei sein beim nächsten Mal, in der nächsten Folge. Also macht es gut, bis dahin. Tschüss.